Recording in progress. Hoje vamos ler Lucas 35, 36 e 37. Dias virão contudo em que lhe será tirado o noivo. Naqueles dias, sim, jejuarão. Também lhes disse uma parábola. Ninguém tira um pedaço de veste nova e o põe em vestes velhas. Pois rasgará a nova e o remendo da nova não se ajustará à velha. E ninguém põe vinho novo em odres velhos, pois o vinho novo romperá os odres. Entornar-se-á o vinho e os odres se estragarão. Es werden aber Tage kommen, und wann der Bräutigam von ihnen weggenommen sein wird, dann in jenen Tage werde sie fasten. Er sagte aber auch ein Gleichnis zu ihnen: Niemand setzt einen Flicken von einem neuen Kleide auf ein altes Kleid. Sonst wird er sowohl das Neue zerschneiden, oder? Sonst wird sowohl das Neue zerreißen als auch, oder? Mit vielen alten Handschritten, niemand schneidet einen Flicken von einem neuen Kleid und setzt ihn auf ein altes Kleid. Sonst wird er sowohl das Neue zerschneiden als auch der Flicken von dem Neuen zum Alten nicht passen wird. Und niemand tut neuen Wein in alte Schläuche, sonst wird der neue Wein die Schläuche zerreißen und er selbst wird verschüttet werden und die Schläuche werden verderben. Es werden jedoch Tage kommen, an denen ihnen der Bräutigam genommen wird. In jenen Tagen werden sie fasten. Ich erzählte ihnen auch ein Gleichnis. Niemand nimmt ein neues Kleidungsstück und zieht es über ein altes Kleid, denn es wird das Neue zerreißen und der Flicken des Neuen wird dem Alten nicht passen. Niemand füllt neuen Wein in alte Weinschläuche, denn neuer Wein wird die Weinschläuche zerreißen. Der Wein wird vergossen und die Häute werden verfaulen.